Und in Tel Aviv sind wir jetzt verbunden mit ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann. Frau von der Tann, lassen Sie uns ein bisschen auf dieses Gesamtprogramm, auf diesen Besuch schauen. Also Joe Biden bei Premier Lapid. Was war die wichtigste Botschaft jetzt in der Rückschau? Die wichtigste Botschaft war, Israel hat die Rückendeckung der USA. Die USA sind der wichtigste militärische Verbündete von Israel und sichern auch allen Schutz zu, vor allem vor dem Iran. Und sie unterstützen auch die Annäherung Israels an arabische Staaten. Die Abkommen wurden eingefädelt, zunächst unter Trump. Damals begann Israel, sich anzunähern an arabische Staaten in der Region. Das soll weiter ausgebaut werden. Im Moment wird viel gesprochen über eine gemeinsame Luftabwehr. Die USA unterstützen finanziell die Entwicklung von israelischen Luftabwehrsystemen. Und die könnten eben zum Einsatz kommen für diese gemeinsame Luftabwehr, die Israel und arabische Staaten schützen soll vor Drohnen und Raketen aus dem Iran. Frau von der Tann, Sie haben es schon angesprochen. Ein wichtiges Stichwort war das Signal Richtung Iran, Richtung Teheran. Was bedeutet diese gemeinsame Erklärung eigentlich für das strategische Gleichgewicht in der Region? Beide haben bekräftigt, der Iran soll keine Atomwaffen bekommen. In diesem Ziel ist man sich einig. Wie man das erreicht, da gehen die Meinungen auseinander. Biden hat gestern noch mal bekräftigt, für die USA ist nach wie vor Diplomatie der richtige Weg. Er will das Atomabkommen mit dem Iran wiederbeleben, das Trump aufgekündigt hatte. Entschuldigung, jetzt muss ich mir einmal den Stöpsel wieder einstecken, damit ich sie gleich wieder hören kann. Genau, also das ist die Sicht der USA. Und die Sicht der Israelis weicht etwas ab davon. Lapid hat gestern in der Pressekonferenz deutlich gemacht, er denkt nicht, dass Diplomatie und Worte ausreichen werden. Er fordert letztlich ein Bekenntnis der USA, dass sie auch militärisch eingreifen würden. Biden hat daraufhin in einem Interview gesagt, als letztes Mittel ja. Frau von der Tann, heute treffen Palästinenser Präsident Abbas und Joe Biden aufeinander. Eine gemeinsame Pressekonferenz war zunächst nicht geplant. Trotzdem, wie ist es mit den Hoffnungen der Palästinenser in die Person Biden, die ja durchaus auch sonst als Vermittler auftreten könnte? Ja, da müssen wir vielleicht noch mal in die Vergangenheit schauen. Biden will jetzt vor allem erstmal wieder die Beziehungen kippen zu den Palästinensern, die sehr gelitten haben unter Trump. Trump hat die Botschaft der Amerikaner verlegt von Tel Aviv nach Jerusalem und damit die Stadt als Hauptstadt anerkannt, die auch die Palästinenser für sich beanspruchen. Deswegen hatten die Palästinenser große Hoffnungen in Biden gelegt. Wenn er jetzt kommt, bringt er auch sehr viel Geld mit, wie wir gerade schon gehört haben. Die Hilfsgelder sollen wieder fließen, sogar noch mehr für Krankenhäuser in Ost-Jerusalem, für unterschiedliche UN-Einrichtungen, für den Ausbau von Mobilfunknetz in der Westbank. Allerdings, was sie sich wirklich erhofft haben, ist sind politische Signale, eine Initiative, den Friedensprozess vielleicht sogar wieder zu beleben. Und da ist nichts zu erkennen. Auch das Konsulat, wir haben es gerade gehört, das amerikanische Konsulat speziell für die Palästinenser, wurde nicht wieder eröffnet bisher. Und dann eben noch der Fall Shirin Abu Akle, die palästinensische Journalistin, die getötet wurde, als sie berichtet hatte über einen Einsatz der israelischen Armee im Westjordanland. Da hatten die Amerikaner eine Untersuchung gestartet und sind zu dem Schluss gekommen, man könne nicht ganz genau sagen, wer geschossen hat. Wahrscheinlich waren es die Israelis, aber wenn dann wahrscheinlich unbeabsichtigt. Und das hat für sehr viel Empörung im Westjordanland gesorgt. Und er wird hier wahrscheinlich nicht mit offenen Armen empfangen werden. Also ein mehr oder weniger symbolisches Bekenntnis nochmal von Biden zur Zwei-Staaten-Lösung, aber sonst eher gedämpfte Erwartungen als ihn, als möglichen Vermittler in Nahost. Auf jeden Fall nicht im Gepäck eine Friedensinitiative. Kommen wir noch zu einem letzten Punkt. Im Grunde genommen steckt im letzten Stopp, den er dann am Nachmittag angehen wird, wenn er nach Jeddah weiterreist, die eigentliche Brisanz. Welche Brisanz liegt genau in diesem besonderen Besuch und in dem Treffen mit dem Kronprinzen? Ja, es ist der erste Direktflug, den es jetzt von Israel geben wird nach Saudi-Arabien. US-Präsident Biden wurde in den USA vorher heftig kritisiert, dass er den Kronprinzen treffen wird, der dafür verantwortlich gemacht wird für den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi.
Es geht vor allen Dingen hier um Öl. Die USA wollen, dass die OPEC-Staaten mehr Öl produzieren. Brisant ist vor allem eben, dass er auf diesem ersten Direktflug sitzt. Und das deutet auf erste Normalisierungsschritte hin zwischen Israel und Saudi-Arabien. Und es wird erwartet, dass der saudi-arabische Luftraum freigegeben wird für israelische Fluglinien. Es war bisher in Ausnahmen möglich, aber das würde zumindest einen Schritt Richtung Normalisierung bedeuten und die Flugzeit von Israel nach Asien deutlich verkürzen. Dass es jetzt zur Aufnahme von kompletten diplomatischen Beziehungen kommen wird, das wird wohl noch dauern. Also das wird jetzt nicht direkt erwartet. Aber die Öffnung des Luftraums heute Morgen angekündigt, ist auf jeden Fall schon mal ein erstes Signal. Ganz herzlichen Dank für Ihre Informationen und Einschätzen. Sophie von der Tann war das ARD-Korrespondentin in Tel Aviv. Dankeschön. Gerne.